Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht es gut. Ich habe mir für mein heutiges Video mal gedacht, dass ich ein Style and Talk bzw. einfach mal eure Fragen beantworte. Das habe ich nämlich gefühlt schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich habe das Gefühl, wir brauchen nochmal so eine gewisse Connection, wenn ihr wisst, was ich meine. Also irgendwie gibt es so viele Dinge, über die ich irgendwie immer vergesse, in meinen Vlogs zu reden. Und dann denke ich mir im Nachhinein, Mist, das wolltest du doch eigentlich erzählen. Und deswegen, ja, werde ich jetzt auch einfach mal einige Fragen, die ihr mir gestellt habt, beantworten und einfach so ein bisschen euch ein Live-Update von mir geben. Ich überlege jetzt gerade noch, wie ich mich denn heute schminke. Mache ich jetzt was Besonderes? Ich glaube schon. Ich glaube, ich versuche mal ein Make-up hier in dem Farbton von meinem Girl Happens T-Shirt zu schminken. Und wir fangen auch direkt mal mit der ersten Frage an. Wie findest du es, dass der Beruf des Influencers teilweise so ins Lächerliche gezogen wird? Insbesondere letztes Jahr wurden viele Influencer durch Pochers Bildschirmkontrolle extrem durch den Kakao gezogen, wobei das noch sehr nett ausgedrückt ist. Allerdings gibt es auch sehr viele schwarze Schafe in der Branche, die teilweise eine Spiegelung ihrer Handlung schon verdient haben. Ja, also ich muss sagen, deine Frage, liebe Sonnenblume anonym, ist ja eigentlich schon damit fast beantwortet. Also ich finde die Art und Weise, wie der gute Herr Pocher teilweise die Menschen da fertig macht, kann man ja wirklich schon so sagen. Das ist ja Cybermobbing, nichts anderes teilweise. Finde ich absolut daneben, unterstütze ich nicht. Er kann solche Videos machen, weil ihm natürlich auch solche, wie blöd ist es zu sagen, aber solche Steilvorlagen geboten werden. Ne? Also da sind auf jeden Fall einige Dinge in dem Job des Influencers, Content Creators, wie man es nennen möchte, die ja, man auf jeden Fall hinterfragen sollte. Und es gibt viele schwarze Schafe, wie du es ja selbst schon ja, beantwortet hast, die einfach den Job so ein bisschen ausnutzen, ihre Reichweite ausnutzen und vielleicht einfach nur aufs Geldverdienen aus sind und nicht so richtig sich Gedanken machen über die Konsequenzen. Aber wie gesagt, die Art und Weise, wie er das macht, finde ich halt einfach nicht gut. Also er übertreibt leider bei vielen Dingen, er kritisiert viele Dinge, die ich absolut nicht in Ordnung finde, wie zum Beispiel das Aussehen von manchen Leuten. Und da muss man halt einfach als User ganz genau zuhören, einfach genau aufpassen, wem kann ich wirklich vertrauen, wer erzählt mir hier nur Scheiß, wer ist einfach nur darauf aus, möglichst schnell möglichst viel Kohle zu machen, wer bietet mir wirklich einen Mehrwert, wem schaue ich gerne zu oder bei wem fühle ich mich vielleicht irgendwie schlecht. Da muss man einfach ja, in sich hineinhorchen, ist mein Tipp, und überlegen, ob man der Person denn weiterhin folgen möchte oder nicht. Übrigens, draußen ist übelster Sturm und hin und wieder kommt die Sonne raus und dann ist sie plötzlich wieder weg. Also manchmal bin ich überbelichtet, manchmal nicht. Es tut mir wirklich leid. Ansonsten habe ich auch noch eine Frage gelesen, da wurde ich gefragt, ob ich Angst habe, auch mal irgendwie in diese Bildschirmkontrolle von Oliver Pocher zu kommen. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin einfach schon so lange in der Branche, dass ich einfach weiß, was man öffentlich sagen kann, was man vielleicht besser nicht sagen sollte und so. Deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass ich ja so gutes Material für den Herrn Pocher liefern würde. Die nächste Frage ist von Jola. Was ist die peinlichste Story, die du jemals erlebt hast? Da kann ich euch jetzt wirklich nur meinen Podcast ans Herz legen. Da habe ich nämlich mit Philipp zusammen über unsere absolut peinlichsten Geschichten, die wir jemals erlebt haben, gesprochen. Und da würde ich jetzt hier einfach alles nur wiederholen. Wir haben nicht nur über unsere gesprochen, sondern tatsächlich auch über eure peinlichsten Geschichten. Und wir haben uns so kaputt gelacht. Alle Männer und der Dozent schauten mich total verwirrt an. Und was mache ich? Lache, zucke mit den Schultern und hebe die Kette auf mit dem Spruch, flutschiges kleines Scheißerchen. Nein. Wieder auf. Noch nie haben so viele Männer... Geil. Also die Podcast-Episode müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Mein Podcast Mal unter uns findet ihr eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Also Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer und so weiter und so fort. Hast du schon mal einen Schwangerschaftstest gemacht? Tatsächlich habe ich, glaube ich, noch nie einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich weiß, eine Freundin von mir hat mal einen gemacht und dann war ich dabei. Aber ich selbst tatsächlich, glaube ich, noch nie. Nee. Claudilein fragt, wie schaffst du es, dich zum Sport zu motivieren? Ja, im Moment bin ich wirklich, sehr überrascht von mir selbst, wie motiviert ich beim Sport bin. Ich mache mittlerweile schon seit
ja, guten 2 Monaten fünfmal die Woche Sport. Ich weiß, hört sich krass an, ist auch für mich krass, aber ich mache jetzt natürlich nicht täglich irgendwie krasses Krafttraining oder so, sondern seit ich mein Laufband habe, gehe ich tatsächlich 5-mal die Woche, mit kleineren Ausnahmen natürlich, da drauf, und zwar jeden Tag so ungefähr 20 bis 30 Minuten. Und ich muss sagen, mir geht's so gut. Ich merke einfach in meinem Wohlbefinden so einen großen Unterschied, das ist echt der Wahnsinn. Ich arbeite von zu Hause aus. Vieles mache ich halt einfach am Handy oder am Laptop, am Computer und sitze den ganzen Tag dann mit gebeugtem Kopf da und ich habe dann wirklich starke Nacken- und Rückenprobleme. Ja, man wird auch nicht jünger, ne? Und deswegen muss ich einfach Sport machen, um dem entgegenzuwirken. So blöd es sich anhört, aber es ist einfach so. Und ich merke halt einfach, seit ich regelmäßig laufen bin auf meinem Laufband, geht es mir einfach wesentlich besser. Ich habe richtig das Gefühl, meine Haltung ist wieder besser geworden. Und ja, ich merke auch richtig so einen Anstieg von meiner Kondition. Am Anfang habe ich es kaum ausgehalten, mehr als 5 Minuten auf dem Laufband zu laufen. Und mittlerweile schaffe ich halt diese 20, 30 Minuten sehr gut und steigere mich auch immer wieder. Und das ist letztendlich auch meine größte Motivation, dass ich jetzt gerade etwas gefunden habe, was mir tatsächlich mal Spaß macht. Ansonsten ist halt auch meine Motivation, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe, 5-mal die Woche von montags bis freitags, und am Wochenende mache ich halt nichts. Und das ist halt auch immer so mein Ziel. Wenn dann Donnerstag ist, denke ich mir so, komm, morgen ziehst du halt nochmal durch und dann hast du dir dein Wochenende verdient und so. Ansonsten, was mir physisch sehr gut hilft, ist einfach direkt morgens, wenn ich aufwache, keine Jogginghose anzuziehen oder so, sondern direkt meine Sportsachen, weil ich mache immer morgens Sport. Das funktioniert für mich einfach am besten. Resma S. fragt, was hast du erst vor kurzem bestellt bzw. angeschafft? Also meine letzte größere Anschaffung war auf jeden Fall meine Apple Watch. Die habe ich mir jetzt nach langem Hin und Her überlegen endlich bestellt. Ich wollte die schon jetzt bestimmt ein Jahr haben. Irgendwie ist mein Augen-Make-up jetzt sehr rot-pink geworden. Sieht zumindest in der Kamera so aus. Sieht gar nicht so aus wie die Farbe von meinem Oberteil. Mist, wie kriege ich das denn jetzt mal bläulicher hin? So, die nächste Frage ist von Kedu. Wieso machst du weiter mit YouTube, wenn du so wenig daran verdienst? Erst kürzlich hast du einen Screenshot von deinen Einnahmen der letzten Videos von dir gezeigt, aber doch ein Riesenaufwand damit verbunden ist. Versteh es nicht falsch, ich liebe deine Videos und finde es toll, dass du so aktiv bist. Erst einmal vielen Dank. Genau, ich habe jetzt eingeführt, dass ich jeden Freitag auf Instagram in meiner Story Fragen beantworte. Das ist der sogenannte Fragenfreitag bei mir. Und ich habe da letztens, weil halt oft die Frage kommt, wie viel verdienst du mit YouTube und so, halt so ein paar Screenshots eingeblendet, wie viel ich jetzt zum Beispiel mit dem letzten Vlog oder so verdient habe. Und da haben halt super viele geschrieben, krass, sie dachten, das wäre viel mehr und warum ich mir überhaupt den Aufwand mache oder so. Und ja, die Antwort ist letztendlich einfach die, weil ich es gerne mache, weil ich YouTube irgendwie, ja, das ist einfach so ein Baby, was immer noch bei mir im Herzen ist. Auch wenn es viele Dinge gibt, die mich mittlerweile von dieser Plattform teilweise fernhalten oder mich auch aufregen. Jede andere Social Media Plattform ist so super schnelllebig und ich finde, bei YouTube kann man sich einfach noch ein bisschen Zeit nehmen und einfach mal ein bisschen länger quatschen. Und die Leute, die halt YouTube schauen, sind auch bereit dafür, auch mal ein bisschen länger dran zu bleiben und vielleicht nicht schon nach 15 Sekunden wegzuswipen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dafür liebe ich einfach YouTube, dass es diese Möglichkeit einfach noch gibt. Es gibt andere Dinge, mit denen ich halt meinen Hauptverdienst habe. Das sind natürlich einerseits die Kooperationen, die ich umsetze, mittlerweile aber fast nur noch auf Instagram, hier in meinen YouTube-Videos eigentlich so gut wie gar nicht mehr, nur wenn es sich irgendwie ergibt oder es irgendwie gut passt. Aber ja, normalerweise halt eher auf Instagram, auch da aber nicht besonders viel, meiner Meinung nach. Mein langfristiges Ziel ist, irgendwann gar nicht mehr angewiesen sein zu müssen, ist das richtig? Boah, ich bin schon durch. Auf Kooperationspartner, also Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, sondern irgendwann einfach, ja, von den Einnahmen meiner eigenen Marke leben kann. Das ist irgendwann mal mein Hauptziel. Das ist leider natürlich gerade jetzt am Anfang, wenn man eine Marke gegründet hat, absolut nicht möglich. Da steckt man eher mehr Geld rein, als man letztendlich ja, verdient. So ist es aber leider. So, das ist auch ganz normal. Aber ja,
So ist das. Deswegen, ich mache YouTube weiter, weil es mir Spaß macht. Ganz einfach. Emily Straub fragt, was macht dir am meisten Spaß an deinem Beruf? Musik, Fotos, eigene Produkte entwerfen oder was sonst? Am meisten Spaß an meinem Beruf macht einfach der Austausch mit euch. Also das war der Grund, weshalb ich das damals angefangen habe. Und das ist auch heute noch das, was ich am coolsten finde an der ganzen Geschichte hier. Es ist einfach richtig, richtig cool, eine Community zu haben, auf die man sich natürlich auch verlassen kann, die hinter einem steht, die auch Bock haben auf eine Weiterentwicklung von mir, auf eigene Produkte und, und. Also das ist einfach cool. Das ist für mich das, was mir am meisten Spaß macht. So, ich habe mal kurz Augenbrauen, Mascara und Eyeliner aufgetragen, weil dabei kann ich einfach nicht so gut reden. Und wir kommen jetzt zu der nächsten Frage. Das ist auch so die am häufigst gestellte Frage der Zeit und zu Recht. Und zwar geht es um das Thema Hausbau. Zum Beispiel wird gefragt, wie sieht eure derzeitige Haussituation aus? Wie geht es mit euren Hausplänen voran? Und so weiter und so fort. Und dann gibt es tatsächlich eine Neuigkeit und ich glaube, da hole ich jetzt einfach mal Philipp dazu und wir können zusammen die Frage beantworten. Ich glaube, das ist ein bisschen schöner. Hi. Ja, fangen wir da an. Auch 2021 gestaltet es sich unfassbar schwer, ein unseren Vorstellungen entsprechendes Haus zu finden. Das liegt zum einen daran, dass wir aktuell... Ich schminke mich in der Zeit mal kurz weiter, ja? Ja, klar. Es liegt zum einen daran, dass wir aktuell die höchsten Marktpreise der letzten 10 Jahre haben. Aber das Problem sind noch nicht mal unbedingt die Preise, sondern die Tatsache, dass man einfach, egal wo, hier bei uns im Umkreis mit circa 20 Kilometer Radius nichts findet. Es ist nicht schwierig, es ist unmöglich. Es kommen ab und zu Perlen online. Ja, und da können wir direkt mal einsteigen. Genau, denn neulich kam nämlich so eine Perle online. Ja, rein theoretisch schon. Also es war so, plötzlich kam nachts halt eine Annonce rein und wir dachten so, oh mein Gott, das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, weil es halt einfach ja bei uns relativ in der Nähe war und auch die Bilder sehr gut aussahen und so. Und deswegen haben wir uns dann natürlich sofort dort gemeldet und hatten auch das Glück, dass wir wohl die Ersten waren. Dementsprechend schnell konnten wir uns auch die Immobilie anschauen. Und ja, es war so, dass sie uns theoretisch sehr gut gefallen hat. Also es gab einfach sehr viele Dinge, die genau das waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Lage war sehr gut, beziehungsweise die Lage war halt... wie sagt man? Ja, das Grundstück an sich hatte halt einen guten Wert, könnte man vielleicht so sagen. Das Haus war sehr neu, sehr gepflegt, war ausreichend groß. Man hätte halt theoretisch das umsetzen können, was wir uns so vorstellen. Es gab allerdings 2 Haken, glaube ich, waren es 2. Einmal der Preis, natürlich. Für so ein Haus muss man ganz schön heftig was hinlegen. Das hat uns dann natürlich Bauchschmerzen bereitet. Aber es gab da einfach noch so diese andere Sache. Und das war das Bauch. Das war das Gefühl. Das Gefühl. Das Gefühl. Das hat einfach nicht gestimmt. Ja. Es war halt dadurch, dass das Haus sehr modern war, auch jetzt nicht unbedingt das, was man sich als Traumhaus oder was wir uns als Traumhaus vorstellen. Geschmäcker sind ja verschieden. Es war so im Bauhausstil, wem das was sagt. Und ja, es hatte so ein bisschen was Bunkerartiges. Also mir hat einfach irgendwie so das Herz gefehlt. Also so blöd es sich anhört. Und natürlich wissen wir auch, dass man vieles ändern kann nach seinen eigenen Vorstellungen. Was aber natürlich dann den Preis wieder erhöht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber es war halt so, dass wir uns gedacht haben, wir haben halt eine Pro- und Kontraliste gemacht und gemerkt, eigentlich sprechen viel mehr Dinge dafür. Und wir wissen halt eben auch, dass es halt sehr schwierig ist, das perfekte Haus zu finden. Deswegen haben wir uns gedacht, nee, komm, das nehmen wir. Wir haben so lange gesucht, das ist es jetzt. Jo. Deswegen haben wir es zugesagt. Ja, und dann zog so die Zeit ins Land und eine Woche später waren wir auf dem Stand, dass wir gesagt haben, nee. Das ging einfach nicht. Das ist es zwar irgendwie schon, aber wie Kathi gerade sagte, es fehlte einfach so die Seele. Es hatte kein Herz und... für uns zumindest, genau, ne? Für andere also vielleicht. Definitiv, ne? Nur für, also wir reden jetzt hier nur von unseren privaten Geschmäckern und Vorlieben.
Aber ja, das ist einfach, wenn man so viel Geld dann für ein Haus ausgibt, dann will man nicht hinterher nochmal irgendwie groß Geld da reinstecken, um dem Haus eine Seele zu verpassen, die dann vielleicht auch gar nicht zu dem Baustil des Hauses passt. Also das waren irgendwie alles so, in dem Fall war es tatsächlich einfach eine reine Bauchgefühlentscheidung. Es hatte nichts mit der Lage oder mit sonst irgendwas zu tun, sondern das Gefühl hat nicht gestimmt, ganz genau. Ja, und dann, wir hatten sogar auch schon ein Gespräch mit der Bank und alles Mögliche. Also letztendlich hätte man nur noch einen Notartermin vereinbaren können. Es gab aber noch so ein paar andere Dinge, die uns ein bisschen gestört haben. Zum Beispiel der Einzugstermin, der wäre erst in anderthalb Jahren gewesen. Da haben wir gesagt so, boah, also grundsätzlich haben wir keinen Stress, aber andererseits, was ist in anderthalb Jahren? Wer weiß das schon, ne? Und da waren einfach zu viele Dinge, die uns beiden Bauchschmerzen dann letztendlich doch bereitet haben. Deswegen haben wir das Haus dann doch wieder abgesagt. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt ganz am Anfang 2021 in meiner Story so viel gesagt habe, dass ich gerade eine sehr schwere Entscheidung treffen muss. Und ja, und dann war ich kurz total aufgeregt, weil wir halt eben zugesagt hatten und dann habe ich nichts mehr darüber gesagt, weil wir halt wieder abgesagt haben und ja. Aber wenn das Jaföll sagt nein, dann muss man auf das Jaföll hören. Bei so einer großen Investition finde ich einfach, dass man da reingehen muss und einfach sich zu Hause fühlt. Und das war irgendwie nicht unbedingt direkt zu Hause. Ja, aber dass man sich das halt irgendwie vorstellen kann und es war irgendwie so steril und irgendwie, es war nicht so wir. Jetzt haben wir wieder richtig viel Angriffsfläche geboten für die ganzen YouTube-Hater, die hier unterwegs sind. Wieso? Ja, jetzt kommt wieder, ihr habt voll die hohen Ansprüche, wenn ihr so hohe Ansprüche habt, findet ihr nie was. Ja, es kann gut sein. Ja, es kann vielleicht gut sein. Also, wir haben aktuell, darf ich das sagen? Was denn? Ja, wir haben aktuell wieder was in Aussicht. Ja, noch nicht in Aussicht. Also es ist ganz, ganz am Anfang. Genau, wir fahren da jetzt irgendwann demnächst mal hin zu einer Besichtigung, gucken uns das Ding mal an. Ja. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ja, die Geschichte mit der Immobilie geht auch 2021 weiter. Vielleicht kommen wir hier dann mal zu einem Ergebnis, aber spannend bleibt es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wohl. So, kann ich wieder gehen? Jetzt kannst du wieder gehen. Weil hier, dein Stöhlchen. Ey, ich mein Hintern, der tut weh, weil ich hier auf einer Arschbacke sitze. Ja, da habt ihr die Antwort auf die Frage. Es waren auf jeden Fall ein paar sehr aufregende Wochen jetzt Anfang 2021, weil wir echt dachten, wow, die Suche hat jetzt ein Ende. Wir haben jetzt echt eine Immobilie gefunden, zugesagt und oh mein Gott, aber ja. Dann kam doch wieder alles anders, als wir dachten und wir haben uns doch noch dagegen entschieden. Ich glaube, ich beantworte noch eine Frage und zwar ist die von der lieben Sabrina. In welche Musikrichtung geht dein neuer Song? Und dann kamen auch einige Fragen, worum es in meinem Song geht und so. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe einen neuen Song aufgenommen und der ist jetzt auch fertig. Der ist jetzt gerade im Mastering und ich versuche gerade, mich um ein Musikvideo zu kümmern. Ist aber natürlich gerade alles ein bisschen schwierig, deswegen kann ich euch jetzt auch gerade noch nicht sagen, wann genau der Song rauskommen wird. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also die Musikrichtung wird auf jeden Fall in der Pop-Richtung bleiben. Allerdings wird es ganz anders klingen als mein erster Song. Außerdem wird mein zweiter Song auf Englisch sein, nicht auf Deutsch. Das hat einfach den Grund, weil ich den Text schon auf Englisch geschrieben hatte. Die ersten Zeilen davon sind halt schon vor einiger Zeit entstanden und die hatte ich auf Englisch geschrieben und irgendwie hat es sich falsch angefühlt, die jetzt auf Deutsch zu übersetzen oder neu zu schreiben. Und deswegen dachte ich mir, hey, ich muss mich ja nicht festlegen, warum denn? Mache ich den nächsten Song einfach auf Englisch und schaue einfach mal, wie mir das so gefällt. Und worum geht es in dem Song? Der Song ist für mich ein sehr emotionaler Song. Da geht es um ein Erlebnis in meinem Leben, was nicht so schön war, aber es wird jetzt keine Ballade in dem Sinne. Also so viel kann ich ja schon mal verraten. Ja, und ich glaube, das wären auch alle Fragen, die ich jetzt erst einmal beantworten würde. Ich glaube, dieses Video ist auch unfassbar lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Schaut gerne in der Infobox vorbei für meinen Make-up-Look, falls ihr wissen möchtet, was ich so benutzt habe. Ich bin echt überrascht, was daraus geworden ist. Ich habe mir wirklich einfach drauf losgeschminkt, aber egal. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann nächsten Sonntag mit einem neuen Video wieder. Bis dann. Ciao.